So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich habe Durst, es ist mega heiß, heute war Sea Day, ich bin immer noch durstig vom Sea Day und der Timo hat mir letztens in einem Fanpaket was mitgeschickt. Das ist diese Limonade von 4Bro und die sieht verdammt genial aus. Guckt euch doch mal diese Flasche an, guckt euch diese Farbe an. Jetzt bin ich mir unsicher. Wir haben schon mal 4Bro Eistee getestet, wir haben auch schon alle 4Bro Limonaden getestet. Ich weiß nicht, ob diese Sorte da schon dabei war und das Design der Flaschen jetzt einfach nur anders gemacht wurde oder ob das eine komplett neue Sorte ist, die ich noch gar nicht getestet habe. Egal was es ist, er hat es geschickt, zwei Flaschen sogar. Das heißt, ich werde jetzt aufmachen, trinken, weil ich habe nämlich Durst. Das habe ich eben schon gesagt. Das ist 4Bro. Grusa 443 Limo mit Eisbonbon, Himbeergeschmack und extra wenig Kohlensäure. Das ist schon mal genial, weil viele Erfrischungsgetränke, da ist so viel Kohlensäure drin, dass es einfach nur noch schäumt und du gar nichts hast. Oder ja, du musst es so kalt trinken, dass das gefroren ist, damit du dann ein Eis hast zum Schlecken. Das ist mit extra wenig Kohlensäure, sowas habe ich noch nicht gelesen. Eisbonbon, Himbeer, klingt auch verdammt gut. Das ist meine Pflanze, die ich letztens gefunden habe. Das ist das Glas, in das wir das jetzt einschenken wollen. Wir machen uns mal hier eine Flasche auf 4Bro. Bin mal gespannt, ob das noch genauso gut aussieht, wenn wir es eingeschenkt haben. Oder sogar noch besser aussieht oder wie auch immer. Guckt euch das an in dieses Glas. Da fühlst du dich gleich wie Badlands Chucks. Jetzt hau mal das hier hin. Jetzt brauchen wir für Thumbnail mal ein Bild von dem Glas und der Flasche. Jetzt schnüffel mal. Es riecht nach Himbeer. Sehr fruchtig, himbeerig. Aber wenn ich wäre nicht Badlands Chucks Junior, wenn ich nicht die zweite Flasche auch noch da reinkipp. Aber vorher kurz mal probier, wie es schmeckt. Schmeckt so himbeerig, frisch, original, wie wenn du die Himbeere direkt vom Strauch abziehst und in den Mund steckst. Habe ich noch nicht gehabt. Viele sagen immer, schmeckt nach Himbeeren, da ist da so ein bisschen irgendwie ja süßlicher Geschmack drin. So richtig Himbeer, frisch, habe ich noch nie erlebt bei Keim. Das ist das erste Mal. Das ist ein wirklich sehr... Das ist schon wieder ein Krankenwagen oder was? Ich höre schon wieder Motorlauf und großes Gefährt, großes Auto. Boah, jetzt merke ich, der Tisch ist nix. Da kannst du nicht mal was abstellen, weil das alles wackelt. Und das hier keine richtige Tischplatte ist, sondern nur so ein Netz. Das ist unser Eisbonbon-Himbeerglas. Das werden wir jetzt trinken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich finde es gut, würde ich nochmal kaufen. Wenn ich die irgendwo sehe, würde ich mir die für zwischendurch einfach mal gönnen, reinziehen. Das ist richtig genial. 4Bro, einfach richtig coole Marke. Richtig coole Eistee, richtig coole Chips, Brogy Balls, was weiß ich. Die müssen mal eine 4Bro Pizza machen, die wird bestimmt auch richtig genial. Das war's von meiner Seite aus. Kennt ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Du kannst eigentlich gar nicht rülpsen, weil das ist ja mit extra wenig Kohlensäure. Aber es schmeckt verdammt gut nach Eisbonbon im Nachgeschmack.